nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Ich hab den Generator fast fertig. Ich hab ihn jetzt bestimmt ungefähr, ungelogen, 3 Stunden abgelenkt. Okay. Ja, okay, 3 Stunden war gut. Ich will zu meiner scheiß Generator da hinten. Hab auch vor kurzem Freitag der 13. gespielt. Ja, das Spiel ist auch cool, aber... Ja, man findet da voll wenig, also man findet einfach keine Leute, die das mitspielen. Vor allem diese Lobby hier dauert ja schon ewig. Oh, da ist er schon wieder! Lass mich in Ruhe! Ey, der hasst dich aber hart. Lass mich! Oh! No! Muss ich verarschen? Ah, du Bitch! Und wupp! Ich seh dich da hinten! Oh, wie komme ich jetzt wieder raus? Ist er immer noch bei mir? Ne, der ist da hinten, der hat keinen Bock mehr auf mich, okay. Wo war denn die andere Tür? Ah, die war hier. Ach, shit. Ist er immer noch da? Keine Ahnung. So wie ich mich kenne, will er mich wieder haben. Warte, ich geh mal hier in die Seite und halt der Ausschau. Ja, ich guck nach rechts, du guckst nach links. Jetzt sehe ich nichts. Ich auch nicht. Oh, jetzt hör das. Ja, ich höre es auch. Okay, wir sind raus, wir können raus. Aber was mit den anderen? Christian, wir sind beide angeschlagen. Ich krabbel zu und raus. Mit meinen Brustwarzen. Wo sind die anderen beiden? Oh, danke. Währenddessen, ne? Ja, ein paar Bonuspunkte abholen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, guck mal, da kommt Claudette. Nee, das ist Jake. Ah, da kommt Claudette. Kommt raus! Heil mich doch! What the fuck? Warum? Ey, das ist ein Stunlock. Ich komme nicht raus, wenn du mich heilst. Lass mich in Ruhe, ich will nicht geheilt werden. Hört mir auf, mich so anzufassen! Hört auf! Hört auf, mich anzufassen, was ist los? Komm mit, Claudette. Wir können raus hier. Alle gemeinsam. Als Team. Yay! Belästigung. Achso, jeder packt mir mal kurz in den Arsch. Ja, Bonuspunkte. Yay! Wir haben gewonnen! Das war eine richtig komische Runde. Ich hab den einfach die ganze abgelenkt. Naja, der war generell, fand ich gut. Ja. Wow, stimmt. Aber was ist das denn? Man kriegt Rang. Ach so, ja, stimmt. Ich habe die ganzen Runden bis jetzt bin ich immer gestorben. Deshalb habe ich keine Upgrades für meinen Rang bekommen. Ja, also an sich, der Lag funktionierte. Das ging voll klar. Also ich hatte eigentlich keinen Lag. Der Killer war schlecht. Ja, das stimmt. Eigentlich hätte ich schon 300 Mal sterben müssen. Der war einfach ultra schlecht, das stimmt schon. Aber es war lustig, ihn zu bambuseln. Das hat mir schon Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache allerdings. Aber das ist cool. Das heißt, das Spiel könnte man auf jeden Fall streamen. Aber ich weiß nicht, wie unterhaltsam das ist. Was ist das hier oben? Hoffnung. Und zwar... Vor allem die wachsende Chance auf eine erfolgreiche Flucht erfüllt dich mit Hoffnung und verleiht dir Flügel. Fucking Red Bull, ey. Yeah. Holen wir es mal einfach. Nehmen wir uns dieses komische Seil, diesen komischen Bonbon da. Das hier. Da kann man was die ganzen Sachen machen, aber ich nehme einfach nehmen. Stufe 32, ja. Was ist denn hier unten? Oh, das ist gut, das will ich haben. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Sunny-Kasten des Rangers. Bin gleich wieder da kurz weg. Okay, bis gleich, Endospair. Nieder. Vor allem, das. Ich habe einen Skill, der heißt Niederwild. Das Wort noch nie gehört in meinem Leben. Niederwild. Du hast die unbestreitbare Fähigkeit, Gefahr zu spüren. Hm. Ja, achso, das war rein machen, stimmt ja. Hatte das mal gestreamt und kam gut an. Oh, du hast auch mal gestreamt. Das ist cool. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein Test. Ich probiere es aus, ob das von der Leitung her funktioniert. Also bis gerade hat es funktioniert. Vielleicht habe ich auch für den Killer einfach nur geleckt. Deshalb hat er mich nicht getroffen.
Was, das ist Winter 2020? Ich hatte was für den Killer, glaube ich, was dann irgendwie Winter 2017 war oder so. Was habe ich hier? Achso, das waren die. Die kaputte, eklige Tonne da. Werkzeugkasten, whatever. Die Ladezeiten sind aber echt mies. Ich glaube, dafür lohnt sich das schon allein nicht zu streamen. Ja. Weil es einfach Downside hat von 300 Stunden, bis der nächste, das nächste Ding losgeht. Bonuskategorie selbst. Jetzt, wie gesagt, dafür ein besser PC. Ja, PC sowieso. Ja. Partie wird gesucht. Steht das die ganze Zeit da? Ja. Ah. Ich hoffe gar keine Survivor außer denen. Warum haben wir eigentlich Bill? Hat jeder Bill oder ist Bill irgendwie gekauft? Ich guck mal bei mir. Mit seiner Left 4 Dead Jacke. Was ist denn das? Ja, ich hab noch. Verfügbar im PlayStation Store. Shattered Bloodlines. Curtain Call. Saw. Halloween. Stranger Things. Stranger Things. Ash vs. Evil Dead. Demise of the Faithful. Cursed Legacy. Chains of Hate. Chains of Hate. Oh, Claudette, die junge Dame. Claudette ist die einzige, die ich neben Nia noch gelevelt habe. Auf sensationell Level 2. Immerhin. 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 Sagt er. Jake Paul. Warte, Jake Park. Achso, ich wollte sagen, Jake Paul. Mein Fall. Das ist, glaube ich, ein anderer. Das ist ein anderer Typ. Habe ich eigentlich andere Perks? Oh, ich habe einige Perks. Geliehene Zeit. Borrowed Time. Was habe ich hier? Leichtgewicht. Plünderspürsinn. Wir schaffen das. Was ist denn das? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Entfessel das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert worden ist, wird die Aura des Killers für 5 Sekunden angezeigt. Wenn der letzte Generator mit Energie versorgt ist, wird die Aura des Killers für 10 Sekunden angezeigt. Oh, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Dann weiß man wenigstens, ob man dann nochmal zum nächsten Generator gehen sollte oder sich erstmal verstecken muss. Lange Nächte außerhalb haben dir beigebracht, bestens damit mit dem auszukommen, was du hast. Fucking drogensüchtige Nia. Guck, wie die einfach aussieht. Richtig so unter der Brücke rausgefischt. Tja, nicht jeder kann Supermodel sein. Ja, aber kann ich ein bisschen hübsch machen für den Killer. Mit so ein bisschen Schminke. Vielleicht noch einen Blumenstrauß dabei, falls man ja, guck mal, machen will. Wie die aber aussieht. Pass auf, wenn ich die Haare nehme, das ist doch besser. What the fuck ist das? Siehst du das? Ja, ich seh's. What the fuck? Was ist das bitte? Warum hab ich überhaupt diesen Feiertagsbaum hier? Ein Lichterbaum für die langen Winternächte. Ach, guck mal, das hängt. Ach so, das hängt an meinem. An meiner Lende da unten. So ein kleines Duftbäumchen, weil ich stinke. Weil ich ein Junkie bin. Das alles kommt zusammen. Ja, ehrlich. Die sind einfach so hässlich, ey. Aber die sind einfach gute Skills. Boah, wie lange suchen wir für ein scheiß Spiel? Das lohnt sich echt nicht zu streamen. Ich muss, glaube ich, echt was anderes streamen. Was ist dieses Auge da rechts eigentlich? Keine Herausforderung ausgewählt. Das ist schade. Hätte ich gern gehabt. Charakterinfo. Oh ja. Hintergrundgeschichte. Nia wuchs in der schwedischen Kleinstadt ja auf. Sie hatte eine glückliche Kindheit, obwohl Mutter und Vater hart arbeiteten. Als sich die Gelegenheit bot, nach Amerika zu ziehen, wehrte sich Nia. Oh, shit. Junkies haben immer gute Überlebensskills hier. Eigentlich dürfte sie gar keinen Schaden von scharfen Waffen bekommen. Von Stichwaffen oder so. Sie ist schon die Nadeln gewöhnt. Vielleicht Nadeln, aber vielleicht nicht unbedingt ein Messer oder eine Machete. Vielleicht doch, wer weiß. Weißt du, was unter der Brücke abgeht zwischen den Junkies? Wer das letzte Pott-Ding bekommt? Den letzten Löffel mit Heroin? Über sowas mache ich mir nicht Gedanken. Ich habe Besseres zu tun. Ja, dafür hast du mich. Und ich sage dir, sie ist gewohnt. Ey, das ist meins! Pimmelblüten. Heißt es auf Deutsch. Ja. Du hast noch ein Erb weggelassen. Was habe ich gemacht? Kannst du dich wiederholen?
Nein. Okay. Gut. Und sonst so. Springt derselbe Überlebende in kurzer Zeit mehrmals durch dasselbe Fenster, wird es vom Entitus vorübergehend blockiert. Der Sprung durch das Fenster wird nur vom Überlebenden verwehrt, indem er. Und der Tipp hat sich einfach umgedreht. Auf der Karte erscheinen glanzlose Totems. Killer können Perks benutzen, um glanzlose Totems zu verfluchen, zu Verfluchten zu machen. Bei Zerstörung bringen Totems Blutpunkte. Das Zerstören von glanzlosen oder verfluchten Totems kann die Stärke des Killers mindern, je nachdem, welche Perks er nutzt. Und falls du dich gefragt hast, was die glanzlosen Totems sind. Oder die verfluchten Totems. Ist nicht schon so ein paar von denen kaputt gemacht, aber okay, gut zu wissen. So ungefähr 300 Dutzend. Ich hab bin mit Claudette gestartet, ich fühle mich gut. Hey, Claudette hat einfach die fucking. Achso, ich dachte, das wäre eine Luke. Ich dachte, die hätte die Luke geöffnet. So wie? Wie hast du die Luke gefunden? Vor allem jetzt schon. Ich Am sabotiere besten diesen hat sie einen Haken. Schlüssel. Wow, an mir ist eine flitzende Chinesin vorbeigelaufen. Reparieren sich die Haken eigentlich wieder oder sind die für immer kaputt? Nee, die reparieren sich, glaube ich, nach einer Zeit wieder. Was ist der Killer? Hast du einen Tipp bekommen, wer der Killer ist? Nö. Stimmt irgendwas. Vor allem Rafe, oder hier dieser Geist, der war einfach so nutzlos. Good job, junge Dame, good job. Die hat uns verraten. Oh shit! Nice. Oh, es ist Ghostface! Ah, Ghostface! Nur wegen der komischen Kuh, weil die ihren Skillcheck verloren verkackt hat. Lass mich in Ruhe! Woo, bamboozelt! Woo! Macht ihr bloß weiter, ich hab Dinge da also fast fertig. Lauf weg, lass mich in Ruhe, Mann! Was hab ich denn die ganze Zeit mit den Killern? Du willst Killer sein, also musst du auch mit dem Killer abhängen. Der hasst mich, glaube ich. Was machst du? Der guckt mich die ganze Zeit nur an und läuft mir hinterher. Whee! Ja, mach du den Pedal kaputt, ich lauf weg. Jesus Christ, was ist los mit dem? Jesus! Aber ich hab den gut bambuselt. So. Ich geh zurück und mach den Generator. Ich weiß, wo eine Pellet ist, zum Glück. Oh, schön. Der ist mit meinem Terrorradius. Oder ich bin in seinem Terrorradius eher. Ich war bis jetzt noch überhaupt nicht in seinem Radius. Ja, weil. Wie denn auch? Der war die ganze Zeit bei mir. Ich bin die ganze Zeit um eine einzige Stelle rumgelaufen. Ja, dann. Ghostface ist immer noch hier! Der ist immer noch an der gleichen Stelle! No, 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 no! Er hat mich erwischt, okay, er hat mich einmal erwischt. Boah, da flitze ich aber los, ey. Das lasse ich mir, das lasse ich mir nicht gefallen hier. Dieser Dreckskiller, sag ich mal, leck mich! Was machen die anderen zwei Pappnasen? Weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Ghost vielleicht mich die ganze Zeit verfolgt. Aber dafür könnt ihr auf jeden Fall die Generatoren machen. Das ist doch schon mal wunderschön. Und gefällt mir sehr gut. Vielleicht kommt jetzt mal auf Ideen anderes. Ach so, das ist im Haus. Oh, ich bin durchs Haus gelaufen, wo jemand das den Generator gemacht hat. Ich habe schon mich gewundert, warum das Ding läuft, ja. Bist du in der Nähe hier irgendwo? Nee. Ich Och, bin im Heilung. Keller von einem der Häuser. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo zwei Pellets sind. Falls ihr mich nochmal verfolgt, dann kriegt ihr die wieder am Kopf, ey. Jesus fucking Christ. Okay, ich höre ihn aber jetzt nicht mehr. Oh, nice. Okay, dafür habe ich aber auch einen Hit kassiert, ey. Scheiß Ghostface. Der hat seinen Skill gar nicht genutzt, dass er mich one-hitten kann. Oder musste er erst dafür Leute so stalken? Ich glaube, der muss dafür stalken. Ich habe den Generator hier fast fertig. Wunderbar. Ich stehe einfach an der Tür. Falls ihr gleich zwei Generatoren habt, mach ich die Tür auf.
Ist noch irgendwo ein Generator fast fertig? Weißt du das? Nee, ne? Nee, es dürfte jetzt keiner kommen. Also es könnte jetzt einer angefangen sein, aber ich bin mir unsicher. Guck mal, ob ich irgendwas... Ich bin halt ultra angeschlagen, ich habe einen Hit kassiert. Ah, hier, hinter dir! Oh, da ist noch jemand. Wollt ihr mich heilen? Okay, ich halte dich zuerst. Machen wir jetzt eine Heilungskette. Human Centipede. Also, ich bin gesund. Ja, aber du willst wahrscheinlich mich heilen, oder? Yeah, beide! Doppelt so viel Heilung. Betatscht mich, betatscht meinen wunderschönen Junkie-Körper. Ah. Also, auf einmal willst du betatscht werden, ey. Ja. Wer ist das da hinten? Das ist, wir sitzen alle an der gleichen Stelle. Die wartet da hinten auch auf der, an dem Ausgang, so wie ich gerade eben. Ich dachte, ja, okay, irgendwer macht das schon. Ich stöhne die ganze Zeit. Ja, wenn du einmal geschlagen bist, du stöhnst einfach für 3 Stunden durchgängig. Das geht auf die Stimmbänder. Das ist das eigentliche Problem. Weißt du was? Ich mach mal den Haken hier weg. Ich dachte gerade, die Rabe wäre Ghostface. So, wo ist hier ein dreckiger Generator? Oh, hier ist noch eine Pellet. Okay, gut zu wissen. Oh, hier ist noch eine Pellet. Okay, hier gibt's viele. Wenn man weiß, wo sie sind. Wie ist kein Generator in der Nähe, ne? Ja, ich bin da auch keiner. Hätten wir eine Karte, dann könnten wir scouten. Ah, doch, hier ist ein Generator, ich sehe einen. Der ist aber mitten auf der Straße. Hinten ist eine Pellet, okay. Ich mach's einfach mal. Ich fang mal an. Ah, rechts von mir war irgendwas. Weiß ich, ob es Ghostface war oder ein Überlebender. Oh. Oh mein Gott. Vor allem der Charakter heißt rein in die Masse 88. Welchen Haken nimmt er? Wo ist er? Ist er in den Keller gegangen? Nein. Ach, okay. Hallo Ghostface. Oder facecampt sie. Wäre nicht so schlimm, wenn ich meinen Generator... Ah, endlich habe ich meinen Generator gefunden. Yo! Komm runter. Nee, scheiße. Die Chinesin macht gar nichts. Ich habe umsonst mein Leben riskiert. Oh nein, ich habe mal umsonst mein Leben riskiert. Ich wusste nicht, dass er mich sieht. Ich glaube, er hat mich gehört eher. Das kann natürlich sein. No! Der wartet auf. Warte nicht, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Ich bin am Generator arbeiten. Okay. Die Chinesin hat sich einfach nicht bewegt. Das war einfach dumm. Da hätte sie wenigstens entkommen. Der muss warten. Lass mich! Der Haken war schon benutzt. Das ist nicht. Das ist gegen Hygienevorschriften. Das ist nicht Corona-konform. Tschüss, Motherfucker! Bye, du Idiot, du Kackgesicht! Bye, bye, bye! No! Lauf weg! Achso, das bist gar nicht du. Nee, ich bin nur noch am Der Ghostface, der mag mich nicht. Der hat mich nicht lieb. Lass mich! Ah! Ich winde mich und komme entkomme dir, du Kackwurst. Was ein Trottelkiller. Ist wirklich so. Nein, nicht an den Haken! Komm, ja, ich bin fast. Ja, ich war fast raus. Ich war fast raus. Okay, fertig. Gut. Mach die Tür auf. Er campt mich, er facecampt mich, geh einfach. Oh, er ist weg. Jesus Christ, Ghostface, wie in den Filmen. Ah, der ist hinter dem Baum. Ne, der ist doch bei mir. Der warst hier einfach. Ach so, der kann enthüllen. Deswegen hat er mich gesehen. Okay. Ich glaube, seine Aura zeigt die Gegner, Leute um ihn herum. Oder? Kann das sein? Ergibt das Sinn irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Auch nicht. Oh oh.
Nein, versuch's nicht, Claudette. Ich hab vollkommen runter. Oh, das wär's. Ich werde so oder so von den Haken angegriffen geworden. Lauf einfach raus! Ich hab mich, glaub, ich hab dir wirklich, wie gesagt, wahrscheinlich 8% des Matches abgelenkt. Nee, er facecampt mich. Ihr müsst gar nicht versuchen. Er facecampt mich. Okay. Geh einfach weg. Na, ich drück die ganze Zeit noch. Ich drück so lange noch X, wie ich kann, und dann werde ich einfach von der Entity weggenommen. Weißt du, wegen sowas kann ich kein Match beenden. Ich werd immer zerstört. Du hoffst dich für die anderen. Wie nobel. Aber das Blöde ist, dass die Asiatin sich einfach gar nicht bewegt hat. Ich hab sie gerettet und die so. Ne. Goodbye. Nimm mich. Wurde eben abgeschlossen. Ja, die dachte wahrscheinlich, okay, es kommt eh keiner zu retten. Ich war einfach. Bestimmt. 5 Sekunden später war ich da. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache den Generator fertig oder ich rette sie. Ich habe mich für Retten entschieden. Und deswegen helfe ich keinen Leuten, deswegen will ich Killer sein. Wow, einmal das Herz gebrochen und auf einmal direkt so aggressiv. Edgy Anime-Boy. Keiner versteht den Schmerz, der in mir ist. Niemand. Bist du raus? Ich bin noch im Loading Screen. Okay. Okay. Ich muss mal die Nase putzen. Aber heute ist nicht der Tag, an dem ich die Nase putzen werde. Und schon wieder reichen die Punkte nicht. Oh. Ah. Blutnetz. Hier unten wollte ich hin. No, die hat sich irgendwas geschnappt. Mir doch egal. Was kosten die? 3000, 3000, 4000. Okay, es lohnt sich echt nicht, hier die ganze Zeit jetzt zu warten. Bis die Party losgeht. Hey, das geht ab. Hat jeder von den Chars andere Skills? Ja. Also die haben nicht so wirklich Skills, sondern so Perks halt. Warte, wo kann man die Charaktere angucken? Genau, das ist halt ihre Perks, die sie bekommen kann. Mit Level 30 kann man die dann für andere Charaktere noch übertragbar machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Charakter aussuchen würde, wie beispielsweise den Bill, könnte ich diese Fähigkeit, weil ich sie schon gekauft habe, auch auf ihn übertragen. Das heißt, du musst eigentlich so gesehen mehrere Überlebende nacheinander hochleveln. Aber so richtige Skills haben die irgendwie nicht. Also von den normalen. Ja, genau, das ist das halt. Dann hast du halt den nächsten, der hat dann diese Bates. Ach, Bates, sag ich. Das ist halt nicht wirklich Skills, das ist einfach nur so, ja, okay, du bewegst dich ein bisschen schneller, was auch immer. Aber das ist halt ein bisschen langweilig, weil die Killer haben halt alle Skills, ne? So wie die, meine Lieblingskillerin bis jetzt ist halt die Huntress. Und die kann halt Beile werfen zum Beispiel, das ist halt mega cool. Die kann hinterherlaufen, Beile werfen. Der Ghostface, der kann sich irgendwie, also enthüllen anscheinend und einen One-Hit hat der. Die Amanda kann zum Beispiel eine Falle auf den Kopf legen. Also wenn die jemanden gedownt hat, kann die dem eine Falle auf den Kopf setzen. So wie aus den Filmen von Saw. Und dann musst du extra zu so einer eigenen Station hingehen und so ein kleines, also nochmal so ein Skill-Check machen. Damit du es wieder abbekommst und sowas. Das ist halt viel cooler. Die Überlebenden, die können halt laufen. Das war's, laufen und springen. Ich finde Überlebende langweilig. Ey, immerhin, die Überlebenden haben sich gegenseitig. Ja, die haben sich gegenseitig. Das ist auch etwas. Es ist lustig, den Killer zu bambuseln, wenn man drumherum steigt und sowas. Das ist schon lustig, aber ansonsten, der Killer ist ja richtig nice. Ja, das macht einfach ultra Spaß. Das ist vor allem, oder Freddy Krüger, der ist unsichtbar. Und du musst halt den Überlebenden, den du gesehen hast, musst du in deine Traumwelt ziehen. Und in der Traumwelt kannst du ihn dann töten. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt wirklich noch die Mechanik von dem ist, weil ich weiß, der wurde einmal ein bisschen gereworked. Echt? Aber ich weiß nicht, wie viel oder ob das noch so ist. Warte, wir können das ja ganz einfach ausprobieren.
Was habe ich gemacht? Bist du raus? Bin ich raus? Sind wir raus? Du bist rausgegangen. Okay, bei mir sieht es voll weird aus. Okay. Benutzerdefiniertes Spiel. Ja, okay. Ja, warte mal. Schauen wir mal. Die Hand ist halt mega cool. Hier sieht man die auch bei mir. Die ist höchst Level. Die ist einfach. Ach, die ist einfach toll. Hätten wir 4 weitere Spieler, könnten wir einfach intern spielen. Das wäre lustig. Haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht. Warte, sag mal kurz. Was für Killer habe ich denn? Ah, genau. Den will ich haben. Dieser Typ, der Todesbote. Der hat so ein Gewehr mit einer Harpune dran anscheinend. Und wenn der Gegner trifft, kann er die ranziehen. Ja, der Fallensteller, der kann einfach eine Bärenfalle legen halt. Da ist Trapper eigentlich. Der Geist, den haben wir gerade gesehen. Das war dieser Unsichtbare mit der Kuhglocke. Der Hinterwäldler, der hat eine Kettensäge, womit er nach vorne charged und den Leute mit der Kettensäge angreift. Die Nurse kann sich teleportieren. Also nach vorne teleportieren, wie so ein kleiner Blink. Die Hexe, die kann Zeichen auf den Boden legen und kann sich dahin teleportieren. Also sie sieht, wenn, nee, gar nicht, doch. Sie legt Zeichen auf den Boden und wenn Leute durchgehen, werden die markiert und dann kann sie sich dahin teleportieren. So war das doch, glaube ich. Der Doktor, der hat zwei Modi. Einmal den Terrormodus, glaube ich. Auf jeden Fall, da macht er die Leute verrückt. Und die haben dann ganz komische Skillchecks und sowas und schreien auch ab und zu mal, dass er die locaten kann. Und der andere Modus ist halt der Klopp mit seiner Keule, soweit ich weiß. Ja, die Jägerin, mein Favorit, ist halt die junge Dame, die mit der Axt wirft. Und Freddy Krüger ist halt Freddy Krüger. Ja, Mann, der Badella ist so awesome. Ja, Mann. Ja, wie gesagt, wir wollen halt eigentlich auch intern spielen, falls irgendwie Leute sich finden oder sowas. Einfach, na, wer ja damit. Ja, genau. So, ja, ich werde erstmal gucken, ob Freddy Krüger immer noch der gleiche ist wie vorher. Aber leider können wir online nicht, nicht Killer spielen. Also ich kann nicht Killer spielen allein. Doch allein schon, aber nicht mit Freunden. Hast du wieder die Japanerin genommen? Chinesin? Ich habe einfach nur Ready gedrückt. Also. Hast du einen Überlebenden verloren? Spitze die Ohren! Vielleicht hörst du seine Schritte. Ist er verletzt? Kannst du ihn aufspüren, indem du seine Schmerzenslauten verfolgst? Hört sich cool an und Freddy auch. Ach, Hexe, gut, und Freddy auch. Ja, also Hexe ist echt mega cool. Habe ich auch mal ausprobiert. Was sagst du, Leute? Wenn jemand einfach verletzt ist, dann schreibt man ja auch mit so einem Megafon vor dem Mund. Ja, vor allem. Das kann man ja nicht hören. Ja, vor allem auch mega lange, ne? So an einem Stück einfach. So, ich guck mal, ob jetzt Freddy wirklich noch in die also ich habe auch keine Perks mit dabei, ne? Ich habe ihn einfach nur ausgewählt. Mal gucken, ob er immer noch so ist wie früher. Mit der Traumwelt. Ich weiß, dass er gebufft, ne? Du hast gesagt, er wurde gebufft, ne? Das habe ich auch mitbekommen. Ja, gebufft oder halt so ein bisschen gereworked. Ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Traumschlinge platzieren. What? Hä? Okay. Was ist denn bitte eine Traumschlinge? Bin ich jetzt eigentlich in der Traumwelt? Sieht so aus, ne? Also wenn du an mir vorbeigelaufen bist, dann sehe ich dich nicht. Ich bin auch nicht an dir vorbeigelaufen. Soweit ich das beurteilen kann. Aber bei mir regnet es irgendwie so Asche oder sowas. Oh. Ah ne, ich dachte, das wärst du. Siehst du mich? Ja. Das ist ein Ja. Okay. Jesus Christ, man. Traumschlinge. Was auch immer eine Traumschlinge sein soll. Oh, warte, was? Was stand da gerade? L1 Traumprojektion kanalisieren. Okay. What? Hä? Ich glaube, ich bin in der Traumwelt. Bist du in der Traumwelt? Ich glaube, ja. Hä, ich habe eine Traumillusion. Oh, hallo? Hör auf, mich zu... Oh, fuck. Weg mit dir. Der Witz. Überlebenden gefunden. Ich weiß nicht, was diese Traumschlingen sein sollen.
Ich leg die jetzt einfach hier irgendwo hin. Aha. Oh, wow. Aha. Aha. Ach, sind das, was ist das da unten? Sind das kleine Freddys? Keine Ahnung. The fuck? Traumschlinge. Hier. Guck mal jetzt, jetzt kann ich mit L1 eine Traumprojektion kanalisieren. Und dann kommt da... Hä? Was passiert? Ja, bist du unsichtbar. Hä? Nein, ich bin weggeportet. Wo bist du hin? Wo bist du? Ich bin auf und davon. Weggekrabbelt. Shit, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Kann ich mit zu den verschiedenen Traumschlingen hin und her teleportieren, oder was? Keine Ahnung. Ich habe dich halt wirklich verloren, ne? Ich spaß da nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin irgendwo hingeportet auf der Map. Was bringt das mir? Alleine. Wenn du alleine spielst, kannst du dich selber nicht aufheben, weil das liegt dein letztes Stückchen, dafür brauchst du Hilfe. Ja, yep, das stimmt. Hä? Kann es sein, dass ich mich zu den. Ich glaube, ich kann mich zu meinen Traumdingern hinteleportieren, aber wann kann ich mich zu meinen Traumschlingen hinteleportieren? Ich glaube, wenn jemand drüber läuft. Nee, gerade war das einfach so. Ich konnte es einfach so machen. Vielleicht. Ach so! Eventuell, wenn. Obwohl, nee. Ich habe so eine Cooldown-Leiste, die sie voll geht. Aber ich glaube, die geht voll für Traumschlingen, weil ich kann halt irgendwie 6-7 Stück machen. Wo bist du hin? Du liegst eh noch auf dem Boden, du kannst eh nicht aufstehen. Weißt du was? Mach einfach. Jetzt habe ich voll. Kann ich mich jetzt teleportieren irgendwie? Warte mal, wenn ich jetzt eine Traumschlinge setze. Müsste ich erstmal reifen? Wie so Wein? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Hier sind aber überall Traumschlingen. Nur so kleine Pfützen sind da am Boden. Wann kann ich mich teleportieren? Das ist die Frage. Ach schon, was ist das für ein roter Punkt? Das ist meine eigene Traumschlinge. Sollte man den Charakter mal lesen. Kann man das irgendwie? Hinter... Ich glaube nicht in-game. Na, die Killer. Aha, aha. Verstehe. Aha. Party-Details. Nee. Steuerung. Nee. Hm. Sag mir einfach, wo du bist. Du kannst eh nichts tun. Ich bin einer der Türen. Einer von den dreien. Ach, seh dich. Komm mal bei mich bei. Ach so, jetzt verstehe ich, was du machen wolltest. Du wolltest dich rauswickeln. Nix da. Hier ist meine Traumschlinge noch. Eigentlich wollte ich das suchen nach der Hedge. Die Hedge habe ich zugemacht. Ja, die geht trotzdem nach einer Zeit wieder auf. Ernsthaft? Ja, die kannst dich ewig verschlossen halten. Ich... Kann ich jetzt entkommen? Von den Survivern? Okay, das war irgendwie weird. Wenn ich ehrlich bin. Ja gut, man kriegt dafür keine Punkte, oder? Keine Blutpunkte, oder wie haben wir die Dinger hier heißen? Nein, nein. 7000... Ich habe einfach gar keine Perks. Na gut. Gut zu wissen, dass Freddy jetzt 14 auf den Boden legen können. Immerhin etwas. Ja. Stimmt schon. So, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine Runde Original gegen andere. Wo du nicht der Killer bist. Ja, leider. Das wäre echt cool. Aber ja, man könnte dann wirklich halt einfach Punkte farmen, ne? Das ist das Problem. Leider. Ich stalk euch von hier hinten. Du siehst nicht mal, dass ich da bin. Ah, Traumschlinge macht Leute in Träumen 15 Sekunden langsamer und du weißt dann instant, wo die sind. Ah! Danke, Vic. Vic hat wahrscheinlich nachgeguckt gerade. Das ist interessant. Das heißt, du bist einfach langsamer und ich sehe dich. Aber das erklärt das Teleportieren irgendwie nicht. Spieler als Überlebender.
auch viel googelt. Dankeschön. Ey, meine Links funktionieren jetzt richtig. Let's go. Wir müssen eigentlich auch noch das neue Borderlands DLC spielen. Also beziehungsweise alle beide. War es das zweite schon raus? Ach, ist es noch nicht raus? Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich sehe nur gerade, dass Borderlands 3 noch installiert ist bei mir. Alles tutti frutti. Genau wie Bloodborne. Bloodborne. Ja, aber okay, dass das auf der PS4 ergibt, das aber gar keinen Sinn hier auf Partien zu warten. Es sei denn, man spielt interne Partien, Zuschauerpartien oder sowas. Ja. Ich meine, da kriegst du zwar keine Blutpunkte, aber dafür hast du schon eh alle Perks, also wenn juckt's. Ja, und du kannst ja nicht Killer spielen dann. Ja, und das. Und das. Das stimmt. Aber eine Runde will ich noch machen. Wo du endlich mal überlebst. Ich habe eine Runde überlebt. Ja, was heißt endlich mal überlebt? Durch mich überlebt ihr alle, weil ich den Killer für 3 Stunden am Stück ablenke. Ja, okay, alle jetzt nicht. Ja, die anderen, das ist Kollateralschäden. Nennen wir einfach mal so, okay. Ich lasse es nur so aussehen, dass ich der Held in der Geschichte bin. Prinz Löwenherz. Aber eigentlich wäre ich lieber der Böse in der Geschichte. Eigentlich wäre ich lieber der Killer. Manchmal muss er auch die kleineren Rollen mal übernehmen. Die kleineren Rollen des Überlebenden. Die ganz kleine Rolle. Des Lockvogels. Aber das ist gut zu wissen, dass das funktioniert, dass ich das streamen kann, ohne dass es laggt. Das ist cool. Eventuell funktioniert es auch mit anderen Spielen, die man online spielt. Welche auch immer das sein sollten, die ich spielen würde. Smite eventuell. Aber Smite weiß ich nicht, ob das funktioniert. Smite. Böse sind Games meistens spaßiger. Definitiv. Definitiv. Jetzt bin ich auch immer in Fallout böse. Und überall, wo es geht. Fable. Oh Gott. Fable bin ich aber ein richtiges Arschloch. Vor allem, weil du dann immer so schöne Hörner bekommst, dunkel wirst und sowas. Das ist halt mega cool. Komplett edgy. Komplett edgy, ja. Dann würde ich sagen, nach der Runde mache ich den Stream dann zu Ende kurz, mache mir was zu essen und dann streame ich irgendwas anderes. Aber was werde ich streamen? Das ist die Frage. Was? Was ist immer die Frage? Oh geil, du kennst Fable. Ja klar. Fable 1, 2 und 3 alle durchgespielt. Mehrmals sogar. Du hast immer noch mein Teil 3. Ja, ich habe immer noch dein Teil 3. Nach seit 10 Jahren oder so. Weiß nicht, 10, 11, 12 Jahren? Ich weiß nicht. Nee, gar nicht. So lange kann es gar nicht sein. 7 Jahren vielleicht oder so. Ich überleg gerade. Wann warst du auf dem Gymnasium nochmal? 7 Jahre, glaube ich. Ja, okay. Fable ist ultra geil. Ja, Fable ist mega cool. Aber irgendwie, weiß ich nicht, leider kommt da nichts mehr raus. Und leider ist es auch alles Xbox, genau wie Dead Space. Ich würde gerne Dead Space nochmal spielen, also auf der PS4, aber das geht halt nicht. Deshalb muss man es auf dem PC spielen. Ich habe so Bock auf, ich würde so gerne Dead Space streamen, ne? So cool. Liebe Dead Space 1. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Teil davon gezockt. Noch kein Dead Space gespielt? Ja, ich bin irgendwie nie wirklich dazu gekommen. In dem Spiel Enter the Gungeon kannst du den Plasma Cutter, glaube ich, bekommen. Die, die Waffe von Isaac. Ich hatte in Enter the Gungeon mal ein Kissen. Das hat Federn geschossen. Lass mich raten, es hat keinen Schaden gemacht. Doch, das war sogar ziemlich gut. Die wollten ja einen neuen Teil rausbringen, aber die Studios wurden ja geschlossen. Ah, okay. Die Fable Studios? Wusste ich gar nicht.
Ah ja, stimmt. Lionhead ist ja 2. Stimmt, ja. Ach, stimmt, Lionhead. Stimmt. Endlich haben wir eine Runde gefunden. Nach ungefähr 700 Jahren und 3 Tagen. Ich überlege gerade. Das letzte, glaube ich, was Lionhead rausbringen wollte, war auch so ein 1 gegen 4 Multiplayer. Irgendwie sowas. Sowas, irgendwie, ich glaube, Dungeon Ranks inspiriertes. Das wäre cool. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade. Ich glaube, das war irgendwie sowas. Der eine ist halt so ein, ja, irgendwie so Bösewicht, aber halt so als Dungeon Master, sage ich es mal, als Vergleich. Und die 4 Teamspieler mussten halt irgendwie so eine Map überqueren, wo halt dann der Dungeon Master halt die ganze Zeit immer so, ich glaube, Gegner spawnt und alles. Ach, das ist wie Resident Evil Project Resistance, oder wie das heißt, ne? Was jetzt auch ist, wo der eine dieser komische Mastermind ist und Zombies überall in die Räume setzen kann und die Überlebenden müssten halt bis zum Ende kommen. Und wenn du genug Punkte gesammelt hast als Mastermind, kannst du Mr. X und sowas beschwören. Ja. Könnten wir eigentlich auch gucken, dass wir uns das eventuell holen. Na schade, hätte mich mega gefreut über ein neues Fable. Boah, ja, ich auch. Fable ist einfach geil. Aber selbst bei solchen Spielen würde ich lieber der Bösewicht sein. Also die mit Spawn, das ist viel lustiger als Überlebender. Wer möchte Überlebender sein? Ich weiß nicht. Was ist der Reiz am Überlebenden? Du überlebst. Ja, und beim anderen tötest du, ist doch viel besser. Ich verstehe das nicht. Mir kommt das nicht in den Sinn. Wenn ich die Wahl habe zwischen kleinen, schwachen Überlebenden oder großen, bösen fucking Killer, würde ich bestimmt nicht den Überlebenden nehmen. Also ich würde schon Überlebenden nehmen. Eben, er heißt Überlebender, das heißt, er hat ja schon irgendwas überlebt, also muss er halbwegs was drauf haben. Ja, wow, wenn du weißt ja nicht, was er überlebt hat, vielleicht hat er eine Erkältung überlebt. Dann nimmst du dir den, weil Überlebender heißt, aber hat nur eine Erkältung überlebt oder Coronavirus. Aber der Killer hat schon was gekillt. Vielleicht killt er Leute, die Coronaviren überlebt haben. Weißt du nicht. Naja, so Corona überlebt, wäre er S-Mutan nicht schlecht. Nee, vor allem nicht schlecht. Er wäre ganz okay. Er war gut dabei. Er war überdurchschnitt. Was ist eigentlich für Senfgas hier? Sind wir im Zweiten Weltkrieg? Korrekt. Jo, ist der Killer irgendwo? Was ist der Killer? Hast du es schon gesehen? Nein. Ich bin in der Scheune einen Generator reparieren. Ah, ich glaube, der Killer ist ein Trapper, oder? Schon wieder? Ja, der Killer ist ein Trapper. Okay. Der verfolgt David. David King. Er hat ihn getroffen. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Oh, David ist weggekommen. Ah, okay. Ich hab mich einfach in der Ecke versteckt. Der ist einfach vorbeigelaufen, der Killer. Ja. Ich dachte, du wartest auf deine Gelegenheit, jemanden zu retten, mal wieder. Nee. Ach so, ja, das sowieso. Alter, er hat irgendwie aufgesammelt. Den hol ich jetzt. Nach dem Generator laufe ich dahin. Fertig. Oh, das ist ein Generator? Sehr wunderbar. Ich würde jetzt gerne auf den Chat gucken, aber ich glaube, es kommt ein Skillcheck. Ich wusste es! Okay, jetzt kann ich gucken. Ah, wir kommen zurück, Endless-Player. Okay, er hat ihn aufgehangen. Ich hab voll viele Skillchecks gehabt in diesem Generator hier. Okay, hier ist er nicht. Oh, ich hab meine Schrottkiste gar nicht dabei. Ich bin mal gespannt, ob er facecampt. Sieht so aus, hört sich auf jeden Fall so an. Ich bin im Terrorradius. Oh, da läuft immer Humpel an mir vorbei. Okay, let's go. Wollte, dass er mich sieht. Komm runter, Junge. So, jetzt laufen wir hier weg. Haha, gar kein Problem. Ah, okay, eine Flashlight gefunden. Okay, wir sind jetzt alle eigentlich wieder auf freiem Fuß. Ich bin am zweiten Generator dran. Das ist die wievielte Runde? Die dritte oder vierte oder sowas? Aber nach der Runde höre ich auf, weil es einfach absolut keinen Sinn ergibt, dieses Spiel zu streamen.
Weil man hier einfach nur alle Jubeljahre mal, Der General ist dritten Luft gegangen. Alle paar Jubeljahre ein Match findest. Ja, okay, gut. Bist du da dran gewesen, oder was? Ja, ich war dran, beim Reparieren kam auf einmal irgendwer und hat wahrscheinlich den Skillcheck verkackt. Ja, das war wahrscheinlich dieser David, den ich gerettet habe. Ein Bett im Kornfeld. Vor allem hier ist direkt daneben ein Haken. Neben dem Generator. Hm, convenient. Für ihn auf jeden Fall. Links von uns ist eine Pallet, ne? Falls wir verfolgt werden. Oh, da kam, ja, kam der Schrei. Aber ich gucke, vielleicht streame ich danach nochmal Darkest Dungeon oder so. Ein bisschen grinden. Hätte schon Bock drauf, ehrlich gesagt. Schön den Arm. Good job. Jetzt einfach. Good job. Wenn er jetzt kommt, ne? Dann was? Ja, dann block ich dich. Dann versuch dich zu heilen, damit er dich nimmt. Ah ne, du bist full life. Shit. Ja. Leon, help. Leon! Boah, das wäre echt cool, wenn man Leon hier bekommen würde. Das wäre Hammer. Na, ich weiß, der ist hier, nee, der ist hier. Ja, aber gut, wenn sie Jake Blake, diesen Jake reinbringen, den Vater von Resident Evil 7,